Wir befinden uns hier oberhalb von Zell in einem Waldgebiet. Das ist die Ausfahrt Richtung Hanghoch zu Gerten. Alarmiert worden sind wir zu einem Verkehrsunfall 2 mit eingeklemmter Person. Schwierigkeiten waren anfänglich das Auffinden des Fahrzeugs bei sehr starker Dunkelheit. Pkw war ungefähr 50 Meter von der Straße abgekommen, steckte zwischen Bäumen und Gestrüpp fest. Nachdem das Fahrzeug mit dem Patienten aufgefunden war, haben wir mit der Feuerwehr zusammen die Unfallstelle gesichert, ausgeleuchtet und wir konnten mit den medizinischen Maßnahmen am Patienten beginnen. Die Person war entgegen den anfänglichen Aussagen nicht eingeklemmt, war frei zugänglich und war ansprechbar. Die Feuerwehr war da unterstützend. Mit der Schleifkorbtrage wurde der Patient aus dem Gelände dann abgeseilt bis zu dem nächsten Waldweg und dann ungefähr 100 Meter aus dem Waldstück per Fuß und Hand Richtung RTW transportiert. Die Stärkemeldung hier vor Ort waren zwei Rettungswagen, ein Notarzt und der organisatorische Leiter.